Nominiert und Gewinner des Sonderpreises Jung und Engagiert ist das Projekt Der antirassistische Stadtrundgang. Das Konzept unseres antirassistischen Stadtrundganges ist ein interaktiv gestaltetes Bildungsangebot, das sich mit Rassismuskritik beschäftigt. Ich würde ganz gerne am Anfang einfach mal so in die Runde geben, die Frage, was ist Rassismus für euch oder eurer Erfahrung nach? Für uns ist es wichtig, dass wir auch im öffentlichen Raum auf das Thema Rassismus aufmerksam machen, weil das Thema ein Thema ist, das weiterhin in der Gesellschaft verankert ist. Und manchen Menschen sind die Strukturen, bis wohin Rassismus reicht, auch gar nicht bewusst. Die Methode, die wir bei der ersten Station zum Thema Alltagsrassismus benutzen, sieht so aus, dass wir verschiedene Bilder und Situationen haben, in denen Alltagsrassismus beschrieben wird, sei es ein Werbebild oder ein Spruch oder ein Gesprächsausschnitt, wo dann das Thema Alltagsrassismus darin thematisiert wird. Wir haben 4 Stationen und in der zweiten Station, die ist am Verwaltungsgericht, geht es über das Asylsystem in Deutschland. Auch hier gibt es wieder eine Parole und die lautet: Asylsuchende haben es auf unsere Sozialleistungen abgesehen. Das Ganze ist interaktiv gestaltet, also jede Station beinhaltet meist irgendwie ein Spiel oder eine Diskussion und man erarbeitet sich das quasi auch als Gruppe selbstständig. Schulklassen oder andere Jugendgruppen können uns quasi buchen und dann kommen 2 bis 3 Leute von uns für diesen Rundgang durch. Wir studieren zum Großteil noch oder arbeiten und engagieren uns neben unserem Studium, unserem Job und machen diese Stadtrundgänge. Also es gibt auch öfters Aha-Effekte bei diesen Rundgängen, so hey, darüber habe ich mir vorher noch gar keine Gedanken gemacht, das ist mir nicht so aufgefallen. Und deswegen ist es wichtig, einfach als Bildungsangebot so einen Rundgang durchzuführen. Die antirassistischen Stadtrundgänge sensibilisieren, klären auf und regen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und der Situation Geflüchteter an. Verhaltensweisen und Denkmuster, aber auch Fluchtursachen werden an verschiedenen Stationen in Köln erarbeitet und diskutiert.